Servus und hallo zu Planet Zoo. Ich bin hier zu Gast beim Anu. Der hat mich da eingepfercht. Und jetzt gucken wir mal, was so passiert hier. Hallo Anu. Moin, moin. Ja. Viele erwarten ja immer, wenn der Löwe gebrüllt hat, dass der Film, also James Bond, losgeht. Oder vielleicht nicht der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen. Und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zum Warzenschweingehege und schauen, was es da zu tun gibt. Okay, das war der Abstecher zu den Löwen. Das war's dann schon hier. Danke, Alexa. Ja, Alexa. finde das leere Gehege. Also, warte, lass die Kameramodus verlassen. So. Chumoke heißt der, westafrikanische Löwe. Ja. Dem gefällt das Gehege nicht so gut und die Lebensqualität könnte auch besser sein. Sozial findet das voll dufte. Und Ernährung geht auch so. Das mag alles sein, aber wir sollen ihn schon wieder in Ruhe lassen. am liebsten möchte man ja jetzt schon so, cool, was kann man alles machen? Das Problem ist nur, uns sind sämtliche Baumöglichkeiten hier noch gesperrt. Man muss einmal hier, leider Gottes, das Tutorial quasi durchleben, bevor man loslegen kann. Das musste ich schon schmerzlich erfahren. Das ist ein netter Bereich für Warzenschweine, aber etwas fehlt noch. Steht gar nicht da. Die Warzenschweine. Zwei, um genau zu sein. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Oh, Tierhandel, dass sie das überhaupt erwähnen dürfen, das Wort. Puh. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Kaufen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Na, das will keiner. Versehentlich ein Dutzend Elefanten haben. Ja, hier, das ist so der Markt, wie er auch in dem Franchise-Modus existiert. Mhm. Nur, dass du eben halt da dann eben halt hier oben nach diesen Sachen sortieren kannst. Also nach einmal nach der Art, nach Geschlecht, nach Alter, Bewertung. Was auch immer die Zeit hier ist, ich weiß nicht, ob das dauert. Das heißt, einen Tag, bis es geliefert wird, das Tier. Anu, musst es dir unbedingt schnell kaufen, nur noch 29 Stunden und 58 Minuten. Dann läuft das Angebot ab. Dann läuft immense das Angebot Value. Ab. Kauf dir jetzt Sekuri, Sekai, sonst kriegst du sie nie wieder. Oder ihn. Never again. ja, und hier kann man sich dann auch zum Beispiel das Zoopedia dazu gleich aufrufen und dann. Ich finde es übrigens klasse eigentlich, wenn gleich die Tierart aufgeht und man sich dann dafür noch runterscrollen muss hier. Und dann kann man sich hier Infos zum Warzenschwein anhören. Also hier wird auch jede Tierart wird genannt, ob sie gefährdet, nicht gefährdet ist. Also nach dem realen Stand da draußen. Ich bin aber sogar eigentlich der Meinung, dass der Löwe, der hier im Spiel vorkommt, der Berberlöwe. Ich meine, du kannst das ja gerne nochmal eben. Ist doch toll, dass es hier nicht alphabetisch sortiert ist. Westafrikaner, also hier westafrikanischer Löwe, okay. Aber die Urversion hiervon ist, heißt glaube ich Berberlöwe und ich glaube, der ist sogar schon ausgestorben auf unserem Planeten vor ein paar Jahren. Und du könntest oben auch noch ein bisschen was durchklicken, oder? Man kann hier nach natürlichen Lebensraum gucken, wo lebt dieses Tier. Geil. Ja, Arten, Daten. Gleich ein bisschen Biologieunterricht. Also, ich sag mal, vom Bild, der Bildungsfaktor im Spiel, der ist ja sowas von erfüllt, glaube ich. Wenn man das alles sich einmal durchliest und sonst was, da kommt echt einiges bei rum. Forschungsstatus. Kurios. Wie gesagt, man kann ja für jedes Tier kann man Forschung betreiben. Dafür brauchst du Wissenschaftler und eine Wissenschaftsstation im Zoo, die dann eben halt auch lernen, welches zum Beispiel Spielzeug mögen die Tiere gern oder mögen die anderes Essen lieber und so weiter. Wo du Menschen. Dann Chef, wir haben da zwei sehr gute Sachen rausgefunden. Zum einen, Löwen mögen Menschen. Zum anderen, Menschen mögen gerne in Zoos gehen, wo Löwen sind.
Das könnten wir irgendwie gut miteinander kombinieren, um Geld für Futtermittel zu sparen. Forschung freigeschalten. Forschung Menschenjagd. Einfach Gehegetür öffnen. Bing. Und los geht's. Oh. Da, ja, es gibt auch Mischgehege, wenn du das funktioniert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Profitiert nicht davon, den Platz zu teilen. Na, das halte ich für unrealistisch. Also, es gab ja schon bei. So ein Löwe wird sich schon freuen, wenn da so ein, weiß ich, eine Gazelle in seinem Gehege ist. Ich frage mich sogar, ob das Spiel so perfide weit geht. Das konntest du ja bei Jurassic World Evolution konntest du ja machen. Du konntest ja in dem T-Rex-Gehege über die Station, die sind immer an so Brutdinger damals dran gewesen. Und da konntest du dann irgendeinen Pflanzenfresser drin ausbilden und ihn in das Gehege des T-Rex schicken. Und der hat den auch gejagt. Also der T-Rex hat den Pflanzenfresser gejagt und gegessen. Hier funktioniert das ein bisschen anders. Hier werden die Tiere in der Tierhandelsstation aufbewahrt und dann in Kisten zum Gehege getragen. Uncool. Ein bisschen uncool, ja, aber ich fand es damals schon ein bisschen nervig, dass man immer so eine Zuchtstation brauchte bei diesem Jurassic World und dann musstest du versuchen, immer um diese Zuchtstation so viel Gehege wie möglich, aber dann hieß es immer, das Gehege ist zu klein, dann hast du groß und hast du irgendwie nie mehr also zwei oder drei Gehege dran bekommen. Das liegt eine Prozentchance, oder? Ja, das auch noch, ja. Weil es konnte auch schief gehen, das Ausbrüten mit dem DNA-Kram. Und was ich auch noch sagen wollte, da bei den Jurassic World war es auch schon so, dass du verschiedene Pflanzenfresser miteinander in ein Gehege halten konntest. Nicht alle, aber manche Arten. Und das funktioniert hier im Spiel auch. Es gibt hier, da können wir mal eben ganz kurz hingucken, weil da bringt uns das Tutorial, glaube ich, nicht hin. Es war mein erstes Suchding. Ich wollte unbedingt, das ist eine meiner Lieblingstiersorten. Auf unserem wunderschönen Planeten. Das sind Giraffen. Die hier. Ubi. Und die leben hier. Nein, wir kennen keine Werbe. Das andere Tier heißt Blue Byte, aber das ist nur ganz nebensächlich. und die können zum Beispiel hier mit, zumindest in diesem Zoo alleine schon mit Zebras ganz harmonisch zusammenleben und profitieren davon auch. Auch wenn sie neben so einem Kackhaufen hier vorbeilaufen, das nehmen. Da hat jemand gegessen und hinten geschissen. Das war wie diese Ferkel hier manchmal. Naja. Echt mal. Und ich denke mal, das kann man auch noch weiter betreiben mit anderen Pflanzenfressern. Wie gesagt, das wäre echt ein Experiment wert, was man mal irgendwann testen könnte. Wie viel kriegt man denn eigentlich rein? Macht natürlich auch für den Besucher irgendwie macht das ein bisschen mehr Echtheitsgefühl, wenn du nicht nur ein Gehege, ein Tier, ein Gehege, ein Tier, ein Gehege, ein Tier, sondern eben halt so ein großes Gehege mit 4, 5, 6 verschiedenen Sorten vielleicht drin hast. Also ich zumindest fände das sehr viel interessanter so. Von der Aufmachung. Ich wusste gar nicht, dass die Beine so breit machen beim Trinken. Ja, die müssen ja irgendwie ihren Hals runterkriegen, ne? Ja. Also das, die Tierbewegung auch hier mit diesen Ohren schlackern und so weiter, das ist wohl irgendwie sehr dem nachempfunden. Schon geil. Ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen, ich habe aber die Zahl vergessen, die haben x Stunden in Zoos und sowas verbracht, die Entwickler, und haben davon Videos gedreht, wie sich das alles abspielt, damit sie es so ein bisschen nachempfinden können, alles für die Bewegung hier, ne? Ich muss ja sagen, mein Lieblingstiere-Spiel ist Impossible Creatures. Allerdings nur ein Teil davon. Das klingt so, als ob man da irgendwie was zusammen mixen muss. Ja, ist so geil. Du kannst halt alles miteinander zusammen kombinieren, das ist so geil. Du kannst eine Giraffe mit einem Hai kombinieren und alles. So geil. Es macht so viel Spaß, was dann rauskommt. Echt der Hammer. Oh Mann. Also allein dieses Kreieren ist halt so lustig, was man da rauskriegt für verschiedene Sachen. Achso. Ach, Dex, red ruhig weiter. Ich kann den Dialog hier jederzeit wiederholen lassen. Also red ruhig drüber. Ich dachte nur, das kommt da blöd, wenn zwei gleichzeitig labern. Ja, ich glaube, die Stimmen sind nicht so laut wie wir. Okay. Das heißt, du überredest das Ganze einfach, das ist ganz okay.
Also das ist halt echt der Hammer, das Spiel. Macht so viel Spaß, verschiedene Tiere miteinander zu kombinieren. Und die kriegen halt da verschiedene Boni dadurch. Dass, wenn man jetzt einen Hammerhai zum Beispiel als Kopf hat, dann hat er halt eine spezielle Eigenschaft und eine spezielle Stärke, im Gegensatz, wenn man jetzt nur so einen Koala-Bärenkopf hat. Und Fischflossen bedeutet wieder, der kann schwimmen. Dann könnte jetzt eine Giraffe, ein Giraffenkopf und Fischflossen, könnte er dann auch schwimmen. Das ist halt nur lustig, was man da machen kann. Nachteil, der Rest vom Spiel ist nicht so geil, weil du musst dann irgendwie die in so Echtzeitkämpfe schicken. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Zoospiel oder ist das ein Spiel, wo die Tiere gegen antreten? Weil es klang gerade so wie die Tierversion von diesen Roboterkämpfen, die es in Amerika da immer gibt. Echt so ähnlich. Man muss halt dann die Tiere gegen andere Tiere kämpfen lassen und das, da verliert es dann an Spaß, weil dann musst du eigentlich genau die perfekten Tiere bauen, um, also quasi nach Anleitung, um halt die Kampagne zu beenden. Na, okay. Aber man will sie natürlich ein bisschen freier austoben und das Spiel schränkt dann ein bisschen ein, aber okay. Ja. Sonst wäre es so lustig, wenn das ein so Aufbauspiel wäre. Habe ich mir ein bisschen hierfür gewünscht, dass es sowas gibt. Und vielleicht kommt da noch was im DLC. Ich würde mich mega freuen. Bärenkopf mit Giraffenkörper oder sowas. Count me in. So. Um das Feature einfach eben auch ganz kurz vorzuzeigen, war ja ganz praktisch jetzt. Jedes dieser Tutorial-Dinger, wenn man irgendwie was verpasst hat oder so, man kann sich das dann einfach wieder wenn du ein Tier nochmal aufrufen. Wird es automatisch im Handelszentrum platziert, wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Wunderbar. Dann gehen wir mal wieder in die Tierhandelsstation. Omi und Opa, die uns sagen, was wir zu tun haben da. Ja. Dann kann man hier alle auswählen, wenn es dieselbe Sorte, glaube ich, ist oder so. Keine Ahnung, bei meinem Franchise-Zoo konnte ich das irgendwie nicht. An Zoo senden. Und dann kommen jetzt hier zwei Wildschweine an. Wenn du ein Tier an Gehege zuweist, gehen deine Tierpfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Tierpfleger jetzt machen. Ja, Omi. Wie du sehen kannst, sind unsere Tierpfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden ich gehe jetzt im Außenweg. Aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Noch schön den Rücken geschrubbt. Soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Kümmern Danke, wir uns Omi. Zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Jo, herzlichen Glückwunsch, gleich zwei Sachen auf einmal. So, das ist jetzt der Part, wo ich vorhin sagte, hier im Tutorial guidet mir das Spiel alles vor und sagt, Warzenschweine mögen den Futtertrog klein und die Wasserschüssel groß. Es gibt dann aber nachher hier, du siehst, der Rahmen ist ziemlich groß, unterschiedlichste Nahrungsbereitstellungsmöglichkeiten. Und du weißt natürlich jetzt nicht, für welches Tier ist das denn? So, kannst du zwar draufklicken und dich jedes Mal mühselig afrikanischer Hund, Gabelbonk, Mandrill, Schneeleopard und so weiter und so weiter. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, wozu dient denn dieser tolle Teil hier? Und dann, cool, Art. Oh Gott. Warzenschwein. Und das gilt sowohl für Nahrungszufuhr, als auch für Getränkezufuhr, als auch Gehegeausstattung, Spielzeuge, Pflanzenarten, Bodenarten und so weiter. Einfach auf das Ding draufklicken,
deine Tierart von deinem Gehege, was du gerade auswählst, bearbeiten, zack, und schon hast du alles für das Tier optimiert da drinnen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf gestoßen bin. Das hätten sie gerne nochmal im Tutorial mit erwähnen können. Ich nehme es jetzt hier für euch gratis mal mit raus, so, bitte. Boah, geil, Anno. wenn du jetzt aber zum Beispiel, da, ist das jetzt gefiltert für was? Für dieses Gehege? Ja. Also wenn du jetzt in das Löwengehege gehst, ist der Filter weg, oder wie? Oder hast du dann immer noch Warzenschweine angefiltert? Nee, das ist das Filter für Gehegebau allgemein, nicht für dieses Gehege. Wenn ich jetzt hier rüber gehe zu den... Was sind sie denn, die Löwen? Die waren hier hinten irgendwo, glaube ich, ne? Hier. Und irgendein Gehege, ja. Genau, habe ich immer noch, weil ich im Baumenü ausgewählt habe, bleibt immer noch Warzenschwein. Das heißt, ich muss Schwarzenschwein abwählen und müsste... Warum wir ein westafrikanischer Löwe? Zack. Da haben wir momentan noch nichts. Mhm. Weil es eben halt durchs Tutorial gesperrt ist. Ja. Kannst du auch irgendwelche Favoriten setzen. Weißt du, was ich geiler fände? No? So ein System wie bei Two Point Hospital. Wo du das Gehege anklickst und der merkt gleich, alles klar, du baust hier einen Aufenthaltsraum und gibt dir nur die Sachen, die im Aufenthaltsraum rein baubar sind. Und wenn man hier sagen könnte, das ist ein Löwengehege, dann liest er da nur das auf. Und wenn ich sage, da haue ich jetzt Löwen und Schimpansen rein, dann liest er da mal halt beides auf. Ja, du hast halt hier kein eindeutiges Gehege, weil du kannst theoretisch jede, wie nennen sie das hier, Barrieren, da gibt es, dann kann ich auch nicht bauen, aber es gibt eben halt diese Holzbarrieren, es gibt diese Glasbarrieren, Steinbarrieren und so weiter, die kannst du für jede Tierart verwenden. Da wird natürlich empfohlen, je gefährlicher das Tier, desto eine sichere Barriere sollte man möglichst irgendwie nehmen und nicht nur Glas oder so. ja. Und deswegen, das Gehege, wenn ich es jetzt hier anklicke, ist zwar im Tutorial westafrikanischer Löwe benannt, aber ich kann das auch umbenennen. Das ist einfach nur eine manuelle Benennung der Umrandung. Okay. Das ist kein Raum. Ich könnte die Löwen theoretisch auch in die Handelsstation zurückschicken und hier andere Tiere reinsetzen. Aber weißt du, was ich meine? Das wäre echt clever, ja. War auch mein Gedanke im ersten Moment so, dass es irgendwie so funktioniert, weil im Tutorial denke ich so, okay, cool, es werden nur die zwei Sachen gerade genannt. Dann ist es vielleicht immer so. Nee, ist leider nicht so. Okay. Und dann muss man sich halt erst durchscrollen durch die ganzen Tiere. Und da weiß man, so wie du vorher schon gesagt hast, bei dem Zoopedia, weiß man da teilweise nicht, wie jetzt die Löwen heißen, ob das jetzt unter Löwe drinnen ist oder westafrikanischer, was auch immer. Da muss man halt ein bisschen nachsuchen. Da fände ich es auch mit Bildern cooler, wie im Zoopedia zum Beispiel. Dass man gleich weiß, alles klar, ich suche jetzt... Ach, hier meinst du Bilder noch einfügen? Ja, genau. Das wäre eigentlich ganz praktisch, ja. Du kannst aber auch persönliche Filter setzen, wie man die dann aber, keine Ahnung. Okay. Da kannst du dann, weiß ich nicht, wenn du ganz häufig irgendwie irgendwas hast, kannst du dann sagen, okay. Oder so markieren. Tag privat oder nenne ich es Tag Anno oder sowas, keine Ahnung. Kann ich den Filter setzen und dann habe ich die Sachen für mich gefiltert. Okay. Das ist nur eine Möglichkeit. Ansonsten kannst du auch noch. Ja. Und mit dem Herz kann man die auch markieren, also vielleicht irgendwelche Dinge, die man sehr häufig braucht. Genau, sowas wie du gerade vorher gemacht hast. Wie zum Beispiel Bänke kannst du dann unter Favoriten setzen. Wenn du dann irgendwie einen neuen Weg ziehst für neue Gehege, dass du jedes Mal unter Einrichtungen und dann hier unter, ich glaube, Gästeeinrichtungen und dann hier auf... es geht einmal alles und dann kannst du es aufteilen in Finanzen, in Imbissstände, Getränkestände, Information, Merchandising, Zueingang, Toiletten und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo sind denn hier die? Hier, Bänke fallen unter das, was aussieht wie eine Schiene, eine Kamera und ein Mülleimer. Ach, die Schiene ist die Bank. Okay, jetzt erkenne ich das. Ich habe jetzt mal als Schiene hier gesehen. Ja, das sieht seltsam aus. Ja. Und hier wäre dann, wie gesagt, ist das momentan alles nicht sichtbar. Hier wären dann die Bänke. Und du könntest theoretisch dir die Bank auch als Favorit setzen. Okay, und dann hier einfach nur auf Favorit klicken. Dann hast du hier Bänke, Mülleimer, Spendendose. Also das, was du immer häufiger verwendest, aber nicht irgendwie auf ein gewisses Tier geeicht ist oder so zum Beispiel. Und dann hast du es immer gleich griffbereit. Also das kann man sich schon setzen. So, wir waren jetzt bei Gehege. Bei der Schüssel. Bei dem Futter-Trow hier.
Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Hallo, das ist auch nicht gerade klein, wa? Boah. So, man kann das Ganze auch jeden Gegenstand mit, wenn man Y gedrückt hält, also ich weiß auch nicht, warum man unbedingt Y gewählt hat. Das ist so, ich weiß nicht. Sieht aus wie ein Vergnügungspark. Drehen wir ganz schnell. Ui, ist ein Karussell. Würfel nochmal, mehr noch nicht. Ding, 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 ding. Danach kotzt man da rein. Hui. Oder beim Roulette-Tisch oder so. Und es ist braun. Verdammt, ich habe auf Rot gesetzt. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Ja, jetzt ist die große nächste Frage. Wir sind schon wieder bei 22. Wir sind aber auch Sammeltaschen. Ich würde sagen, dem Bau des Geheges, Straußen, setzen wir dann fort in Folge 3. Wir sind aber super im Timing. Guck mal auf unten rechts aufs Datum. 12. Dezember. Ja, Jahr 2, Folge 2. Das heißt, Folge 3 kommt das dritte Jahr. Jetzt nehmen wir doch schnell Weihnachten mit und hier Neujahr und so weiter. Party, Party. So eine Weihnachts-Special-Folge dann gleich. 2 Sekunden lang. Und vorbei. Guti. Jetzt, Achtung, hier, warte. Gleich kommt's. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Das war bei Dingens cool, bei Zoo Tycoon. Da war am 24. dann wirklich so ein Weihnachtsmann, der in seinem Schlitten drüber gefahren ist, drüber echt? Geflogen ist. Ja. Oh, geil, das fände ich ja auch noch geckig. Das wäre cool. Man kann, aber weißt, warte mal, ich kann zumindest sowas hier für ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung. Boah, geil. Warte. Was ist das? Geht gleich los. Jetzt kommt gleich. Müsste es auch gleich kommt. Boah. Geil. Liebe Leute, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Macht's gut. Bären denken sich auch an, what the fuck. Ja, es hat übrigens auch Einfluss auf die Tiere, was ich hier gerade mache. Also es ist richtig, ich soll es nicht zu lange machen. Ups. Dann machen wir normal. Weil wenn ich zum Beispiel auf die Temperatur gehe, ja, man sieht, hier kühlt es doch ziemlich nach, die kalten Flächen. Boah, ja. Andere Flächen sind dann geheizt und so weiter. Also manche Gehege haben Heizungen irgendwo versteckt, hier zum Beispiel, also die Heatpoints. Man merkt auch gerade, der mittlere Bereich, jetzt wird es auch alles wieder dunkler, ne? Ja, das ist die normale Umgebungstemperatur. Also wir haben mit diesen paar Minuten Schnee schon ziemlich hoch geheizt, ziemlich runtergekühlt das Ganze gerade hier. Also gerade die Wasserflächen, glaube ich, oder? Die Wasserflächen. Und das hier sind bei den Grizzlybären, die mögen es eh ein bisschen kälter. Hier laufen Klimaanlagen, genauso wie bei den Straußen. Okay. So, wenn ich jetzt mal, ich mache es mal einfach eben für den Effekt, mache jetzt nochmal den Schnee an. Man hat es immer beim Rest, Weihnachten. Vor Weihnachten, am 30. Januar. Man hat es eben bei den restlichen Parkflächen sehr deutlich gesehen, der wurde dann immer heller. Jetzt blinkt schon langsam, man sieht es, wie die anderen Farben deutlicher werden und der Rest wird eben halt immer heller. Cool. Weil okay, das ist geil. Das hat nämlich auch Einfluss, wenn ich jetzt zum Beispiel Regen aktiviere. Aber es hat nicht von selber im Dezember, ist es nicht abgekühlt. Das ist interessant. Hast du ja, das ausgestellt? Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, A, es ist das Tutorial. Und okay. B, es kommt ja auch immer darauf an, wo steht dieser Zoo eigentlich? Wenn das zum Beispiel ein Zoo ist, der in Afrika steht, dann hast du da nicht automatisch Schnee zu beachten. Ja, nee, stimmt natürlich. So, eigentlich müsste es jetzt gleich mal... Okay, aber cool. Das ist super, dass es drinnen ist. Das übrigens auch gibt Leute, die demonstrieren für Freiheit der Tiere.
Okay. Das liegt dann daran, wenn die Qualität der Tiere, wie du sie hältst, also entweder zu kleine Gehege, nicht und genügend Unterhaltung, oder wenn die Tiere sich unwohl fühlen, dann fangen die Leute an zu demonstrieren, wie bei unseren Wildschweinen hier, weil wir die noch nicht verstehen. Stehen sie drinnen in der Bank und demonstrieren. Genau. Ja, wie in dem Fall gerade. Clipping-Fehler gibt es, wie gesagt, sehr viele. Und dann, wenn es regnet, dann machen die Leute Folgendes, dann holen sie auch ihren Regenschirm raus und schützen sich natürlich vor den Regenmassen. Manche checken es nicht ganz. Ja, die brauchen aber ein bisschen hochschwingen, den Regenschirm. Machen auch nicht alle. Ja, manche so, was ist denn hier los? Die noch so, regnet. Manche gucken nicht, es ist schon tierisch am Gießen und manche so, von der Bewegung her, was war das jetzt? Oh, es könnte regnen. Ich fange mal an, langsam meinen Regenschirm hochzunehmen. Das im Moment, wo es hier so rumschüttet schon, ist natürlich. Aber nicht alle haben Regenschirm, oder? Da die eine Familie, die gerade zum Ausgang geht, zum Beispiel gar nicht. Ja, genau, da eben mehrere. Ja, mehrere. Nicht alle. Ich glaube, das wäre auch zu einseitig. Ich bin mir auch nicht sicher. Hauptsächlich so Familien dann, also so Gruppen. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die kaufen müssen. Es gibt ja verschiedene Geschäfte, Läden und so weiter. Ja. Und ob die Regenschirme da kaufen müssen, das weiß ich nicht. Also auch Ballongeschäfte und so weiter. Aber es schaut schon mega geil aus. Auch wie das Wetter, wie der Regen animiert ist. Auch, dass der Regen auf der Wasseroberfläche rumprasselt, finde ich geil. Oh, geil. Das wird ja bei vielen Spielen sehr oft vergessen, wenn Regen auf der Oberfläche trifft, dass es da vielleicht mal irgendwas auslöst. Naja. So, cool. Weil wir Gott spielen, spielen wir jetzt mal wieder hier für Klarwetter. Aber Klarwetter lässt sich auch einfacher bauen. Okay, na dann, sollen wir das in die nächste Folge nehmen dann? Ach, jetzt haben wir gleich beendet, ne? Ich war schon so im Flow, dass wir in der nächsten Folge sind. Ja, Freunde, ich bedanke mich beim Valmo fürs Mitmachen. Wir bauen beim nächsten Mal das Gehege hier fertig für die Straußen. Und bis dahin macht's gut. Hummel, Hummel, Moos, Moos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.